Ja. Bei Micha? Ja, lecker. Bei Micha in der Küche. Der Salat war sehr lecker. Ich liebe ja Efeldsalat. So, Peter. Aber das Dressing war sehr lecker. Wir machen jetzt mal weiter mit der Zeit, weil in der Gegenwart, da sind wir nämlich gerade hier in Michas Küche und essen gleich lecker. Was sind deine aktuellen Projekte? Meine aktuellen Projekte sind natürlich mein neuer Mikrofon-Italiener. Neuroxide und Doomworks. So Jungs aus Rom. Und die machen ganz tolle Sachen. Und die habe ich schon richtig gemacht. Und die spielt den jeder. Und ich bin ganz gut. Kennst du noch nicht? Ja. Sind das noch mal Newcomer? Nee, Newcomer sind das auch nicht mehr. Die werden im Moment, bringen die auf jeden Label Sachen raus. Und vor allem machen die ganz viele Beatport und den Beat-House-Charts ganz hoch. Und Platzierungen und so. Sehr, sehr gut. Bleiben wir beim Thema Musik. Gibt es ein Album von Herrn Künstler? Ein Album von Herrn Künstler wird es nicht geben, aber dafür wird es zwei neue Singles geben. Zwei neue Singles? Ja. Wann kommen wir raus? Das ist produziert von dir und Gregor. Gregor Kescher. Bleibt sehr spannend, weil eine davon ist schon fertig. Ich kriege jetzt ein Label mal geschickt und wenn die das machen, bin ich glücklich, wenn ich das machen, dann selbst auf mein Label. Mach noch ein bisschen Name-Dropping. Dein Label ist? Das Label von Gregor Kescher. Was hast du noch für aktuelle Projekte anstehen? Aktuelle Projekte? Außer mehr Sport machen. Warum soll ich mehr Sport machen? Ich bin jung, zackig. Damit ich noch jung und zackig bleibe. Jung, zackig, sexy. Ist er jung, zackig und sexy? Laura. Auf jeden Fall. Laura. Was ist denn deine Lieblingsserie? Was ist da ein großer Cineast? Ja. Oder Sitcom-Diast? Nee. Was hab ich denn im Moment? Ich weiß gar nicht. Im Moment tut es gerade los, die neue Staffel. Sag mal, Peter, was ist in deiner Meinung nach so der größte Film in History? In History? Ja. Keine Ahnung. Du bist doch Cineast. Was ist so für dich eines der absoluten Meisterwerke? Ich liebe ja so Kitschfilme. Raus damit. Dr. Shibata-Film ist zum Beispiel ganz geil. Warum? Weil er dich so bewegt. Das ist einfach schön. Schöner Film. Peter steht auf schönes Kino. Ja, schönes Kino. Okay. Schönes Kino. Gut, dann so, war es jetzt mal für zwischendurch. Micha, wie bist du? Also der Wochenende. Eigentlich wollte ich ja Entschuldigung, wow. Eigentlich wollte ich ja echt DJ werden. Aber jetzt bin ich DJ der Pfannen geworden. Ja, das ist eigentlich auch besser. Super. Oder? Ist auch fair. Es war noch mehr Arbeit. Ja, aber das ist echt eine scheiße Arbeit. Ist aber auch heiß, ne? Bei euch ist es immer heiß und bei mir ist es heiß. Deswegen. Ja. Und deswegen, du weißt doch, DJs lieben doch Kescher. Ja, da sind auch die besten Partys, weißt du das? Sind Kescher die besseren DJs oder sind DJs die besseren Kescher? Das weiß ich jetzt nicht. Also ich kann definitiv nicht kochen, also kann ich nicht der bessere Koch sein. Ja, stimmt. So, Peter, okay, erzähl mal von deiner Zukunft. Ja, in der Vergangenheit irgendwann, du willst ganz weit nach vorne, was sind so deine Pläne? Musikalisch, privat, magst du mit 50 eigentlich noch aufnehmen oder mit 60? Oder magst du dann irgendwie ein Restaurant machen? Nee, Restaurant. Oder doch wieder Schornstein. Es gibt irgendwo gute Kröschen, die man reinstellen kann. Das ist doch ein Restaurant. Nee, das ist doch anstrengender. Das ist viel anstrengender als. Ich will mal auf den Schick 60. So taktisch, rum, taktisch. Also dich muss man dann auch vom Pult wegtragen. Ja, wieder alles. Wieder alles. Ja, weil, guck mal, das ist so, solange die uns ja noch hören wollen, wir haben Spaß daran, dann auch so mehr aufhören. Die auch noch können. Natürlich, wenn man keinen Spaß mehr daran hat und keiner mehr hören will, sollte man aufhören. Weil ich mit euren DJs, die waren mal bekannt, aber sie spielen mittlerweile so einen Pflaumen da und so weiter, dann sollte man doch aufhören. DJ aus Leidenschaft und Beruf. Ja. Meinst du eigentlich, ist es eine These, dass die technologische Entwicklung kontraproduktiv ist für Berlin-Sammler? Ja, definitiv, weil das würden die Leute dann schon mittlerweile nicht mehr aufnehmen. Das ist doch scheiße, weil die CDs gespielt haben. Hey, dann legt ein Pixel drauf. Einmal reinschieben. 20 Minuten deine Ruhe. Ich bin der Technik. Gibt es noch irgendwas, was du gerne erreichen willst? Oder wie
gibt ja Leute, die würden gerne einmal in einem Stadion auflegen, 50.000 Leute. Oder einmal auf dem Himalaya. Oder dann gibt es da noch jeden Wunsch, den ihr gerne will. Nee, jetzt freuen wir uns erstmal auf Nachrichten. Ja.